Aber ist das nicht so etwas wie Hausfriedensbruch? Professor, warten Sie! Was klettern die da einfach rein? Aha, dies also war des Pudels Kern. Können wir jetzt wieder gehen, Professor? Die Gangster im Casino machen uns sonst noch den Gar aus. Ein bisschen mehr Zuversicht, Luke. Uns wird schon nichts passieren. Mag sein, aber mir ist ganz und gar nicht wohl hier. Da waren wir doch schon. Neues? Oh, der spinnt! Ein Rätsel! Na, sieh mal einer an. Da scheint sich doch ein Rätsel zu verstecken. Symbolmysterium. Ui. Okay. Oh Gott, oh nein. Hier siehst du drei seltsame Zeichen. A, B und C. Wenn A eine 63 sein soll und B eine 89, was für eine Zahl soll dann bitte C sein? Es handelt sich ebenfalls um eine zweistellige Zahl, so viel sei verraten. A ist eine 63. Ja. Und B ist eine 89. Oh Gott. Was ist C für eine Zahl? Ich hab's schon. Ja, du wirst es wohl schon wissen, nehme ich mal an. Aber ja. Ich muss erst mal gucken, auf was man hier abstellen muss überhaupt. Ich habe dazu ehrlich gesagt aber Tipps gebraucht. Das gebe ich offen zu. Die werde ich wohl auch brauchen, aber lass mich nochmal überlegen. Also die sind verschieden dick, verschieden lang und haben so ein Loch in der Mitte. Ist mehr oder weniger. Manche davon größeres oder kleineres Loch. Was gibt's noch zu sagen? Die Farbe ist anders. Ich geb dir mal einen Tipp, der nicht, der glaube ich nicht in den Tipps aufgeführt ist. Und zwar, mach mal Notiz. Ja. Und jetzt teile mal diese Dinge in der Mitte. Okay. Diese Sachen, also die drei Bildchen. Hab ich gemacht. Kommt dir jetzt vielleicht schon eher was in den Sinn? Ein 63. Eine 89. Nein, nicht wirklich. Nein? Ich guck's mir mal von der Seite an. Grinst nicht so. Was denn? Ich habe nur auf das reagiert, was du gesagt hast. Ich habe dich nur grinsen sehen. Mehr nicht. Es ist die 52. Richtig, 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 richtig. War gar nicht so dumm, das von der Seite anzugucken. Ja. Deswegen habe ich auch die Daumen gehoben. Die habe ich nicht gesehen. So sollte es stimmen. Ach so? Ach, du hast mich nur grinsen sehen. Oh, sorry. So gefällt. Ich dachte, du lachst mich aus, weil ich mich so dumm anstelle oder so. Nein. Also so einer bin ich ja nun nicht. Ich kann dich auch ohne Grund auslachen, wenn du das möchtest. Das stimmt. Ja, mach ruhig. Damit wäre die Sache wohl erledigt. Ja, gut, das war's dann, glaube ich, hier schon wieder. Dann können wir wieder raus. Guck wieder raus, okay. So, und dann war da ein Typ zum Sprechen. Oh, er hat ein Rätsel. Genau, den machen wir noch, würde ich sagen, und dann... Okay. Ja, stimmt, dann könnten wir wieder aufhören erstmal. Genau. Heda, kleiner Mann. War dir je so richtig furchtbar langweilig zumute? Warte mal, wie kann ich den denn sprechen eigentlich? Heda, kleiner Mann, war dir je so richtig furchtbar langweilig zumute? Mir geht es gerade so. Woher diese Langeweile? Och, ich habe wirklich rein gar nichts zu tun, absolut nichts. Aber mit meinem Leben weiß ich eigentlich auch nichts anzufangen, also spring von der Brücke. Was meinen Sie das denn? Es ist eine Weile her, da erzählte mir jemand, ich könnte schnell zu viel Geld kommen. Damals war ich arbeitslos, also dachte ich mir, wieso nicht? Hast du was einzahlen? Klingt einleuchtend. Nicht wahr? Ich war auch glücklich mit meiner Entscheidung, bis es dann tatsächlich losging. Ich musste in einem stockfinsteren Stollen den lieben langen Tag Erde schippen. Ein Elend war das. Klingt ganz so, als ob der Lohn die Arbeit nicht wert war, was auch immer man ihm zahlen wollte. Das Schlimmste habe ich noch gar nicht erwähnt. Eines Tages gehe ich nach all der Maloche nach Hause.
aber ich finde nicht mehr zurück. So, als wäre auf einmal alles umgebaut, umgestellt, verändert. Oh, das ist ja... Vielleicht sind sie ja genau wie wir durch die Zeit gereist. Wer, wie, was jetzt? Ich kann dir nicht folgen. Ich weiß nur, dass ich schon einige Zeit hier draußen bin. Der einzige Lichtblick in meinem verlorenen Dasein sind Rätsel. Hier eine kleine Kostprobe. Ganggewusel. Wow. Oh oh. Ach na. Oh Gott, oh Gott. Du solltest dir vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen. Ja, ich lese mir erstmal durch. Ui, das sieht ja aus wie ein Ameisenbau. Jemand hat unter ineinander verschlängelte Gänge gegraben. Verbinde jeweils A mit A, B mit B, C mit C. Oder A mit A-Strich, B mit B-Strich und C mit C-Strich. Ohne einen Wegabschnitt zweimal zu passieren. Für genau eine der Verbindungen ist der Weg einmal über die Erdoberfläche zu führen. Welche Verbindung ist gemeint? A, B oder C? Oh Gott. Ja. Notiz. Ha. Ja, da kann ich dir jetzt auch schlecht sagen, was ich mal war, weil... ich sag mal so, ich hatte für dieses Rätsel, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, einfach nur zu sagen, so, es ist Antwort und... Nein, jetzt erkläre ich euch das mal, findet euch einfach damit ab oder sowas. Weil es ist wirklich schwer, das zu erklären. Aber wir können ja mal Gänge zeichnen und dann gucken... Wo ist denn A-Strich da unten? So, warte mal. Löschen. So. Einfach mal einen Gang einzeichnen. So. Also A habe ich schon mal, jetzt muss ich... Nee, das kann aber so nicht funktionieren. Mhm. Weil dann kommt der C nicht mehr. Ja, eben. Dann kommt eben, der C eben. Nicht mehr. Wohl. Warte mal, der C kommt ja von da. Also dann behaupte ich mal, es ist A oder C, weil die zwei sich irgendwie so ein bisschen im Weg rumliegen. Mhm. Bisher ist das nicht so falsch. Also ist B schon mal raus. Jetzt muss ich nur noch gucken, ist schon mal raus, ja. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich C irgendwie so übers Ding da oben lotsen kann. Pfui. C müsste es sein, behaupte ich mal. Du hast vielleicht sogar recht. Weil ich habe den C jetzt oben rumgeschlängelt. Und da ging's hin und er ist nicht über die A-Wege gelaufen. Mhm. Jetzt müsste ich zur Sicherheit nochmal den B probieren, aber nachdem wir den ausgeschlossen gesagt hast, der ist es nicht, dann wird's wohl C sein. Ich klicke mal C an. Mach das. So, für alle, die nicht kapiert haben, wieso, die wird jetzt hier nochmal angezeigt. Na, Standbild hätte da einschalten müssen, dann hätte das gesehen. Ich sehe es noch bei mir. Ja, du! Das bringt doch den Zuschauer nichts. Ja, genau, so habe ich es auch gemalt. Hey, so schwer fand ich das jetzt gar nicht. Naja, ich fand es schon ganz schön hart. Okay, was sagt er? Gute Arbeit, kleiner Mann. Ich wusste, du bist ein ganz Schlauer. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Er ist ein kleiner Besserwisser, aber im Grunde ein guter Junge. Er war immer ganz eifrig im Lösen meiner Rätsel. Ach, könnte ich ihn wenigstens noch einmal sehen. Okay, dann... gute Gelegenheit, Schluss zu machen, wa? Ja, besser ist das mal. Dann gehe ich mal abspeichern. Jo, dann speicher mal. Datei überschreiben, ja. Ja, so muss das. Juhu, ja. Schön war's. Jo, dann kann man nur... Darf ich dich noch was fragen? Was? Kommt noch Inspektor Barton wieder?
Barton müsste eigentlich wiederkommen, ja, aber... Ah, ey, warte mal, du hast mich jetzt dazu gebracht, was zu spoilern, du Wichser! Ey, ich meine, du böser aber Kerl! Wenn du dich so leicht verführen lässt. Oh, du bist so ein... Oh. Ich wollte wissen, ob ich die Stimme wieder machen darf. Ja, kein Problem. Ich hätte mich auch gewundert, wenn ihr nicht wieder vorgekommen wäre. Oh, trotzdem, ey, ich habe letztens erst ein paar Kommentare gelöscht, wo jemand die ganze Story gespoilert hat. Ach, das war das, das habe ich gesehen. Was? Gelöschter Kommentar, gelöschter Kommentar, gelöschter Kommentar. Ja, weil so ein dämlicher Typ dachte, es wäre lustig, einfach mal alles zu verraten. Den ja. Typen habe ich übrigens auch geblockt. Falls er dieses Video sehen wollte, Pech gehabt. So, solche Leute, die spoilern, mag ich nämlich überhaupt nicht. Scheißegal, ob ich dabei ein Abo verloren habe. Du magst dich selbst auch nicht? Was? Du magst dich selbst auch nicht? Das war ein Trick, deswegen. Das war überhaupt kein Trick. Oh, verdammt, hab jetzt die Aufnahme gestoppt, aber es kommt ja eh immer nur das gleiche Bild, von daher ist es scheißegal. Okay. Naja, also so, sagen wir jetzt nochmal Tschüss und du hörst auf, mich dazu zu bringen, was zu spoilern. Ich versuche es. Ja, also dann. Bye bye. Ach, übrigens kommt eigentlich auch noch, nee, ich bin schon still. Jetzt ist mal gut hier. Ja. Tschüssi. Tschüss.